Okay, Flinte ist immer noch mit ihrer Kralle ziemlich beschäftigt und verletzt. Deswegen machen wir momentan keine großen Apportiergeschichten, sondern überlegen halt so ein bisschen, was können wir denn sonst noch Feines tun. Und um das eine oder andere vielleicht beschäftigungstechnisch auch zu machen. Ja, Fußarbeit bleibt natürlich immer übrig, was man immer gut so tun kann. Und die Reizangel habe ich ja auch schon für den Stopppfiff ganz gerne genutzt. Jetzt nehmen wir sie aber mal als kleine Ablenkung in der Fußarbeit. Ich fange jetzt erst einmal ohne das Ding mit ihr an. Einfach nur mal ein bisschen die Fußposition noch mal für sie entsprechend in Erinnerung holen und danach mal ein bisschen was tun. Ist natürlich momentan ein bisschen überdreht, die gute Dame. Und jetzt hat sie die Reizangel schon auf dem Boden gesehen, heißt, es ist schon spannend für sie und ich gucke jetzt trotzdem, dass sie immer bei mir beim Bein bleibt und in die richtige Richtung ausgerichtet ist. Hab meinen Klicker in der Tasche. Und bestätige sie einfach jedes Mal dafür, dass sie sich akkurat mit mir am Bein bewegt. Hinten rum geht, da ist sie mal ganz gerne noch ein bisschen zu weit dann nach außen gelehnt. Und ich möchte im Grunde, dass sie einfach immer wieder meinem linken Bein folgt, was auch immer das gerade so tut. Ob das mal rückwärts geht, yes, gut. Oder ob wir auf die Reizangel zulaufen. Oder ob wir von ihr rückwärts weggehen. Gut. Verändere die Abstände, wie ich bestätige. Gut. Einfach immer wieder ein bisschen. Verändere auch mal das Tempo. Gut. Und schau, dass sie dann auch mal ruhig ins Fettnäpfchen läuft. Und sich wieder korrigieren muss. Prima. Das war jetzt von mir ein bisschen falsch rum. Und dann nehmen wir mal die Reizangel dazu, die jetzt heute nicht als Stopppfiff dient, sondern als kleine Möhre, die wir vor uns her tragen. Und die spannend ist. Da kommt direkt ein bisschen Leben in den Blick. So, müssen wir nur ein bisschen sortieren, dass Blondie das auch hier alles auf eine Hand verteilt kriegt. Heel. Haha! Und schon haben wir was zu üben. Heel. Heel. Ich habe geklickt, als sie noch am Bein war, deswegen muss das Leckerli auch folgen. Heel. Heel. Gut. Heel. So, jetzt ist sie
Ziel. Gut. Einmal nach vorne geprescht beim ersten Mal. Heel. Fangen wir mal an, die zu bewegen. Bisschen sachte, dass das Kind nicht aus der Hose hüpft. Heel. Schon schwere Beherrschung für sie jetzt gerade, weil sie die eigentlich nur zum Hinterherfetzen und für den Stopppfiff bisher kennt. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich keinen langen Arm kriege. Heel. Natürlich darf der Hund, wenn sie das macht, Heel. Einen Erfolg haben, dann muss die Angel wieder hoch. Heel. Und das macht sie jetzt schon brav. Klar fixiert die. Ich will auch gar nicht, dass sie mich anschaut fürs Fuß. Hackt mir auch fast die Hände ab, weil es so aufregend ist. Und wir gehen hier mit unserer Möhre. Heel. Heel. Na. Heel. Yes, good. Heel. Und auch wenn Frauchen mal kurz schimpfen muss, wirkt der Hund jetzt nicht sehr beeindruckt. Dafür sehr aufregend, was ich da vorne habe. Goodie. Machen wir die Abstände fürs Belohnen noch mal ein bisschen kürzer. Ja. Einmal kurz meine Einhandbedienung hier korrigieren. Hund bleibt sitzen, obwohl es spannend ist. Heel. Mach die Abstände recht kurz jetzt fürs Belohnen. Dass auch wenn die Reizangel recht nah bei uns ist, dann bewegen wir die noch mal ein bisschen. Bewegen das Teil, das Hündchen bleibt am Bein. So möchte ich das haben. Heel. Und obwohl es spannend ist, muss sie da bleiben. Ich muss einmal gerade wieder meinen auf den Klicker packen. Heel. Heel. Darf dann keinen Erfolg haben. Heel. Gut. Heel. Sit. Situation jetzt, wo sie eigentlich immer dann danach preschen darf. Heel. Sehr schön. Nochmal. Sit. Und obwohl die Reizangel rechts jetzt gerade schwingt. Heel. Yes, gut. Sit. Machen wir nochmal. Schon schwer. Heel. Angel geht direkt hoch, wenn sie da irgendwie mit sit. Liebäugelt doch mal, der Angel hinterher zu gehen. Heel. Yes, goodie. Jetzt können wir natürlich auch mal machen, dass sie den Ball kriegt. Sit. Ich mag sie nur nicht ganz so viel fetzen lassen, weil dann stemmt die ihre Gräten so in den Boden. Dann hinkt sie wieder hinterher. Ich muss nur mal gerade gucken, dass die Mutti auch parat ist hier. Heel. Yes, tüchtig. Gut, prima. Sehr schön, jawohl. So, jetzt machen wir es noch einmal. Sit.
machen es mit. Ding auf dem Boden. Muss ich nur schnell sein. Heel. Heel. Sehr starker Konflikt. Leave it. Heel. Hallo. Gut, Stufe zu viel. Leave it. Sit. Heel. Nein. Nein. Heel. Flint. Heel. Heel. Yes, gut. So, dafür gibt es den Ball. Komm her. Es reizt mich natürlich, dass wir es jetzt nochmal machen. Sitz. Sehr gut. Sit. Machen es ein bisschen einfacher. Verkürzen die Strecke zu meinem Bein etwas. Heel. Flinte. Heel. Sehr schön, jawohl. Heel. Gut, so, jawolski. Prima. Einmal noch. Sit. Heel. Hallo. Nein. 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 Sit. Brav. Heel. Sst. Flinte. Heel. Gut so. Sehr spannendes Thema. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so viel hergibt. Sitz. Ich schwöre, sie darf gleich einmal. Flinte. Heel. Wir machen es ein bisschen einfacher. Haben den Abstand. Fetchit. Oh, doofe Idee. Doofe Idee. Fetchit. Fetchit. Yes. Good girl. Heel. Flinte. Danke. Gut so. Dass man nur eine Hand frei hat. Sit. Machen es nochmal. Weg von mir zum Hund ist jetzt ein bisschen abgewendet von dem Ding. Dann fällt sie auch leichter und damit würde ich dann erstmal aufhören. Heel. Yes, gut. Prima. Und wir sehen, wir haben wieder was, womit wir... Heel. Hallo. Womit wir ein bisschen weitermachen können, werden wir euch auf dem Laufenden halten. Nein. Heel. Yes, gut. Prima gemacht. Jetzt darf sie es einmal haben. Nicht vom Boden, nicht vom Wedeln, sondern bei mir aus der Hand. Ja, gut so. Denn das soll ja auch ein bisschen der Reiz bleiben für den Stapfpfiff. Gut. So, jetzt haben wir uns aber ganz schön gefreut. Nein, denn... Dead. Nicht in meine Finger hacken. Dead. Sit. Sit. Ready. Good, Baby. Nächste Einheit zeigen wir euch dann vielleicht nochmal und ja, ich hätte gar nicht gedacht, dass sie das so aus der Raison bringt, aber das ist auf jeden Fall nochmal übenswert, ne?